Wo ist die denn? Wo ist meine Mate? Oh, danke. Ich bin Linky und ihr seid bei Flake Nerd. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Game Talk, heute mit dem Thema Indie Games. Tja, ich muss zugeben, ich bin leider ein bisschen unvorbereitet. Deshalb habe ich mir hier diesen Experten eingeladen. Hier, Experte. Genau, mit dem wir einfach locker flockig über Indie Games sprechen werden. Mit Marte. Mit Marte, ja, wie ihr gesehen habt. Ein schönes Intro. Ich habe die verloren, tut mir leid. Ja, okay. Und wie ist sie gekommen? Magie. Magie. Egal, weiter. Weiter zu Indie-Games. Eigentlich, wollen wir sprechen darüber, wie erfolgreich die Indie-Games mittlerweile sind. Wie sich das Ganze auch entwickelt hat, vor allem. Und natürlich auch, was die Zukunft bringen wird. Ich finde, wir fangen erstmal an mit dem Jetzt-Zustand. Den Jetzt-Zustand der Indie-Games. Genau. Ja, die sind ja, wie wir alle bemerken, auch selbst ziemlich ein Teil der ganzen Videospielkultur geworden, auch im Mainstream. Genau, das muss man ja sehen, dass im Mainstream eigentlich die Indie-Games erstmal vorstellen. Das machen wir gleich noch. Erstmal Einstieg. Das hat einen Zustand. Der ist Zustand. Genau. Du hast es aber angesprochen mit dem Mainstream. Der Mainstream. Ja, das sieht man ja an den großen Erfolgen, die viele Indie-Games auch heutzutage feiern. Nehmen wir jetzt mal das, glaube ich, 0815 Beispiel Nummer 1, Minecraft. Mit den, wie viele sind inzwischen? 20 Millionen? Ich meine 20 Millionen, genau. Allein auf dem PC? Wer weiß, wie viele es mittlerweile sind. Das waren 20 Millionen sind doch schon ein paar Monate her. Stimmt, ich habe keine Ahnung. Ja, bestimmt schon 25 Millionen. Oder irgendwas anderes in die Richtung. Ich kenne auch leider keine aktuellen Zahlen. Jedenfalls sieht man das ja schon daran, wie auch was für ein Hype das damals alles ausgelöst hat. Insbesondere dann auch in der Let's Play-Szene. Vor allem in der Let's Play-Szene. Vor allem, weil hat sich eigentlich die Let's Play-Szene dadurch dann auch so verbreitert, in der Basis zumindest. Wenn man so sieht, viele Let's Player sehen ja inzwischen Minecraft als erstes Projekt an. Das sieht man, wenn man hier einfach mal auf irgendeinen random Kanal von einem geht. Der jetzt neu mit Let's Plays angefangen hat, der macht meistens ein Minecraft-Let's Play. Das ist, wenn man das so sieht. Ich denke nicht, dass die Let's Play-Szene groß daran gewachsen ist. Ich denke eher, dass ein bestimmtes Minecraft-Let's Play da einen großen Teil zu beigetragen hat. Über einen gewissen Gregor Onk? Ein gewisser Gregor Onk, ja. Aber ja, ich denke, das könnte nochmal ein extra Thema sein. Mit der Let's Play-Szene? Mit der Let's Play-Szene? Ja. Aber bleiben wir jetzt erstmal weiter bei Indie-Games? Bei Indie-Games. Weiteres Beispiel eigentlich für Mainstream-Erfolg, ist das nicht Binding of Isaac? Oder ist das noch zu sehr Nische? Binding of Isaac ist, ich würde da nochmal ein Spiel vorgehen bei Team Meat, Super Meat Boy, das ja quasi den neuen großen Indie-Hype ausgelöst hat, mit. Da hast du recht. Ja, mit? Mit. Das ist ja damals als Exclusive Arcade Titel erschienen als erstes. Was, Super Meat Boy? Ja. Ich dachte, das wäre erstmal auf dem PC erschienen. Nee, das ist erstmal als Xbox 360. Da sieht man, dass du in die Game of Movie nicht gesehen hast. Nee, muss ich echt noch nachholen. Übrigens, sehr guter Film. Genau. Wenn euch das Ganze interessiert. Hier, nachholen. Kickt einfach mal kurz hier, da sollte ich auch sein. Meinst du, so ein Link auf die Seite von der Game of Movie? Guckt euch den auf jeden Fall mal an, das lohnt sich echt. Ja, muss ich auch mal nachholen. Hm? Auf jeden Fall. Mach das. Ansonsten weitere, ich sag mal, bekanntere Spiele. Was gibt's denn da noch? Das, was du gerade schon angesprochen hast, was auch durch einige Let's Player groß geworden ist, ist Binding of Isaac eben. Das. Mhm. Wer hat das damals? Ich hab's damals das erstmal bei Zombie und Hannibal gesehen. Okay. Ja, und man sieht es immer, es ist immer noch aktuell, obwohl es wie alt jetzt schon ist? 2 Jahre? 2-3 Jahre, was ja in der Technikwelt schon echt eine Zeitspanne ist. Und trotzdem sieht man immer noch, wenn man jetzt so, ich gehe jetzt mal in die Stream-Szene,
dass jetzt ein Emero immer noch einen Ice-Extreme macht, der dann 5000 Zuschauer hat. Das live. Muss man schaffen. Das muss man schaffen. Und das ist eben mehr, als er sonst bei anderen Spielen hat. Glaube ich jetzt. Ich blinke jetzt etwas weit aus dem Fenster. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass es gibt eine große Verbindung, was eben Indie-Games mit dieser ganzen Internetkultur, zu der ich jetzt Let's Plays, Streams, aber auch die ganze Independent-Berichterstattung zähle. Auch Reviews? Reviews. Aber so große Magazine wie Computer Bild oder keine Ahnung, diese ganzen Computer-Media-Sachen. Die großen genau, Mainstream-Magazine? Genau, die zählst du ja nicht dazu, zu dieser Szene. Eher weniger. Die sind jetzt auch inzwischen durch das Ganze. Weil aber halt, vor allem die Indie-Games, halt Indie-Games im Moment ja ziemlich Mainstream sind. Ein großer Trend. Auf jeden Fall. Meinst du, ist es ein Trend oder bleibt es länger? Ich würde es im Moment noch als Trend sehen. Es muss sich zeigen, wie sich das entwickelt. Gucken wir mal erstmal weiter. Was gibt es denn noch für Spiele, die erfolgreich geworden sind? In letzter Zeit? Ich würde erstmal mit wirklich Indie-Game Number One, wenn ich an Indie-Games denke und an so das erste bekannte Indie-Game, was viele Leute kennen, Cave Story. Wirklich? Ich habe öfters gelesen und für mich selbst zählt das auch so, dass Cave Story so dass der erste große Mainstream-Indie-Erfolg war. Weil es ja, es wurde ja ursprünglich auf der Wii veröffentlicht, für WiiWare oder nicht? Nein. Auch für den PC? Es wurde ursprünglich als Freeware für den PC. Was du denkst, ist jetzt Cave Story Plus, ist das Remake das davon. Das Remake, okay. Ursprünglich wurde ja hier Cave Story auch von einer Person, von, wie heißt er, ich meine, Pixel nennt er sich. Ein Japaner. Und ist dann auch durch eine Fanübersetzung erst zu großem Erfolg gekommen. Okay. Ja klar, so eine einzelne Person, die kann vielleicht ein Spiel entwickeln, aber wenn die Englischkenntnisse oder was auch immer nicht so toll sind, dann muss man halt gucken. Ja, aber trotzdem, das hat sich ziemlich weit entwickelt. Ich muss auch sagen, es ist extrem gut. Ich habe mal die Normalversion so angezockt, aber mir war das schon von der Installation mit ganz schwer. Ja, es ist jetzt ein bisschen weit. Ich habe dann aber die Plus-Version nachgeholt und muss sagen, es ist einfach nur absolut genial. Es hat dieses, was ja auch viele Indie-Games haben, dieses alte Flair. Aus den 80er, 90er Jahren. Was man ja heutzutage vermisst. Ja, das kommen wir später noch zu. Reden wir erstmal nur, was noch erfolgreiche Spiele sind, damit wir einfach ein paar Spielennamen was nennen. Noch erfolgreiche genau, Spiele Moment, sind. Damit wir ein paar Spielennamen nennen, die Zuschauer vielleicht googeln können und mal anzocken können. Die gut sind natürlich. Ja, Minecraft haben wir schon genannt, wir haben Binding of Isaac und davon natürlich Super Meat Boy, was auch. Cave Story. Entschuldigung. Genau. Was ich eigentlich noch kenne, oh mein Gott, jetzt fängt es schon an, scheiße. Limbo. Limbo, das habe ich angezockt. Das ist Limbo, was du gezockt hast, was ich leider noch nicht, wo ich leider auch nicht zu bekommen bin. Wo ich auch merke, dass die Entwickler nicht irgendwie so ballern, irgendwie einfach so Aggressionen rauslassen oder was weiß ich, sondern die irgendwie eine Spielmechanik wirklich da eingebaut haben. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wirklich die Indie-Games heutzutage von den großen AAA-Titeln unterscheidet. Das steckt eine Idee hinter, oftmals. Vor allem eine richtige Spielmechanik. Nicht nur Leute abknallen, du kannst genau. Dafür, läufst weiter durch das Level, so wie in Call of Duty beispielsweise. Wobei wir jetzt auch sagen müssen, wir reden jetzt über die guten Spiele. Ich bin dafür, wir sparen dann halt diese, ich sag mal, Schattenseite. Die Schattenseite sparen wir uns für nachher auf. Genau. Also, bleibt dranbleiben, da kommt doch gleich ein bisschen was an Anekdoten, die ich erzählen könnte. Oh ja. Dann natürlich Fess. Fess. Stimmt. Moment, war da nicht was mit Fess? Da war was mit Fess. Ja, erzähl erst mal über Fess. Fess. Ich muss sagen, ist auch von zwei Leuten, meine ich, waren es. Von dem guten Phil Fish. Okay. Und er hatte damals noch einen Kollege oder einen mit irgendwas. Mit Creator. Mhm. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Hatten zusammen die Idee für Fez, haben das dann gemacht und später ist dann halt der mit Fisch das gemacht hat, davon ausgestiegen und wollte aber die ganzen Rechte erstmal dafür haben und dann gab es da auch, hat Phil Fish extrem für gekämpft. Ist auch in die Game Movie. Unbedingt anschauen. Wirklich unbedingt anschauen. Mhm. Absolute Empfehlung. Ja, tue ich. ja. Und man bemerkt richtig, es ist sein Herzblut. Und Fez hat auch so eine Spielmechanik, die es vorher so in der Form nicht gab. Es ist ein Jump'n'Run erstmal, größtenteils. Aber es ist noch ein Rätselspiel. Und zwar kommen diese Rätsel vor allem dadurch zustande, dass eben das Ganze zweidimensional ist, aber man trotzdem alles im Raum verschieben kann. Es gibt noch eine dritte Dimension quasi. Das heißt, man kann... Das Ganze findet auf einem Würfel statt. Man sieht aber immer nur eine Seite davon, wo das ganze Spielgeschehen stattfindet. Und das ist dann teilweise echt so verwirrend, aber trotzdem wunderschön. Auch mit der Pixelgrafik, die da ist. Also, absolute Empfehlung. Es macht extrem sau viel Spaß. Wo wir jetzt weiterkommen. Bei Fez? Genau, mit Fez. Wenn ihr sehen wollt, wie ich Spaß dran habe. Ich habe davon auch ein Let's Play gemacht. Und genau, ich blende jetzt hier irgendwie unten mal ein, einfach wie das aussieht. Schaut ruhig mal vorbei. Genau. Wenn es euch interessiert. Es ist ein bisschen teuer, muss ich schon sagen, aber es ist trotzdem noch für das, was es ist, relativ günstig. Es ist wunderschön, wirklich. Kommen wir weiter zu dir. Wenn wir schon über meine Let's Plays reden, genau, kommen wir zu mir. Genau. Wer bist du? Wer bin ich? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Naja, eigentlich... Im Intro. Im Intro, Linky, klar. Und vielleicht für die Leute, die schon den Brobeef gesehen haben, Link in der Videobeschreibung, natürlich auch in der Endcard. Und ein Link sitzt auch immer hier. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, ist mein Bruder, wie man auch unschwer sieht. Ja, das sagen ja viele. Das sagen wir, wie Zwillinge sehen wir aus, als ob. Ja, Zwillinge ja nicht, aber wir sehen uns ja ähnlich, sagen für viele. Ja. Ja. Und wann hast du angefangen mit dem Let's Play? Wann habe ich angefangen mit dem Let's Play? Sollte ziemlich genau ein Jahr her sein. Okay. Das war Mitte September. Wir haben jetzt, wo wir das aufnehmen, Ende August. Ich hoffe, er schafft das sogar noch relativ zeitnah hochzustellen. Ja. Ja, mache ich seit einem Jahr. Deine Projekte meine bisher. Projekte bisher waren... Was ich bis jetzt als. Es ist mager, was ich fertig bekommen habe, muss ich sagen. Ich habe bis jetzt das einzige Projekt, was ich komplett durchgezockt habe, war Assassin's Creed 1. Aber wobei doch hier diese Indie-Games. Ich hab auch so natürlich Spaßprojekte einige gehabt, die ich angefangen habe. Da war zum Beispiel mein kleines Testprojekt, das ich hatte, das war Horror-Games mit Musik. Horror-Games, auch ganz großer Bereich des Indie-Spiels. Kommen wir auch gleich noch zu. Boah, da ist noch so viel. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge darüber irgendwie fertig werden. Wir werden nicht fertig. Oder wir werden nur ankratzen im Grunde. Das heißt nicht sauber sein, wenn wir vielleicht euer Lieblings-Indie-Spiel nicht reinbekommen haben. Aber teilt es uns doch ganz einfach mit. Hier unten der Bereich ist ja alles für euch. Genau, alles in Höhe unserer Beine. Ich wollte Klöten sagen. Oh mein Gott, du bist schmutzig, ey. Alles... Es geht. Ich bin Gamer. Stimmt. Oh ja, Gamescom. Oh, egal. Stimmt. Wenn ich es noch schaffen sollte, halt früh hochzuladen, auf der Gamescom wird auch ein. Was jetzt nicht? Ein Indie-Game-Stand sein. Ja? Ja, mit 10 Spielen. Echt? Mhm. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Aber bleiben wir erstmal bei dir weiter, nicht das Bild. Ja, bleiben wir bei mir weiter. So. Horror-Games mit Musik. Horror-Games mit Musik. Auch, ich muss sagen, das ist alles immer sehr amüsant aufzunehmen, aber ich habe mir auch gedacht, man muss sich weiterentwickeln, bin ich dann zu SimCity 4 mit Musik gekommen. Nein, das war aber auch so ein kleines Testprojektchen, das ich hatte, um das mit dem freier Reden wieder besser hinzubekommen, weil ich auch so ein paar Phasen hatte, wo ich gedacht habe, nee, aufnehmen geht jetzt nicht, weil... Keine Zeit, keine Lust. Das ist auch so eine Sache. Ich vertrete die Meinung, dass man
sich vor allem bei Let's Plays zu nicht zwingen sollte, weil man das sehr stark sieht, finde ich. Man merkt sofort, wenn jemand da keine Lust drauf hat. Und dann, finde ich, hat es auch keinen Sinn. Was meinst du bei den Let's Playern, die jetzt täglich noch was raushauen, die großen Let's Player, hört man da, dass die Lust haben? Man hört, dass sie Lust haben, ja. Und ich denke auch, das wird nicht weniger bei vielen. Die sagen, wenn sie keine Lust haben. Ich denke da auch wieder an einen Gronkh, der gesagt hat mit SimCity. Mit SimCity oder einen Gronkh, der erst vor kurzem gesagt hat, dass er momentan keine große Lust auf Minecraft hat und das eventuell pausieren möchte. Ach. Was aber bis jetzt noch nicht eingetroffen ist. Deshalb warten wir mal ab. Und bei dir, was gibt's momentan zu sehen? Was gibt's bei mir momentan zu sehen? Momentan gibt's noch, wirklich nicht mehr lange, Assassin's Creed 2 zu sehen, das aber auch in der Endphase ist, wie ich stolz behaupten kann. Das auch schon seit Anfang des Jahres läuft. Das ist auch zwischendurch mal so 3 Wochen Pause davon gehabt. Ist halt bei mir so eine Sache. Momentan gibt's auch noch auch sehr unregelmäßig fest, wenn ich mal zum Aufnehmen komme. Ja, und bald gibt's auch, muss ich gucken, ich will auf jeden Fall noch ein Indie-Game als Nachfolgeprojekt von Fez und nach Assassin's Creed 2 ist nicht direkt, wie ich eigentlich vorhatte, direkt Brotherhood zu sehen, sondern ich plane erstmal eine kleine Perle, die leider von vielen nicht groß beachtet wurde damals, als es rausgekommen ist, 2003 war es, meine ich. Worüber redest du denn? System Shock 2. Der Vorgänger von Bioshock. Der geistige Vorgänger. Okay. Muss ich dann auch mal anzocken? Du musst auch mal anzocken. Ja. Als ob ich schon noch. Es gibt so vieles, was wir noch anzocken müssen. Oh ja. Ich glaube, euch geht's auch so. Das ist das gute alte, wir haben zu viele Spieler und zu wenig Zeit Syndrom. Ja. Ach ja. Naja, aber da müssen wir echt durch. Da müssen wir durch. Genauso wie und dann gibt es ja auch noch so viele Indie-Games, die ich zocken muss. Genau. Hast du auch irgendwelche schlechten? Ich hatte das Glück, bis jetzt habe ich noch kein wirklich schlechtes selbst gespielt. Okay. Aber ich muss ja auch mal eine Lanze für Rocket Beans TV brechen. Ah, stimmt. Genau, darauf wollte ich auch kommen. Eigentlich eine super Rubrik von denen. Indie-Tonne. Indie-Tonne. Wo die Jungs von Rocket Beans, im Grunde die Game One-Redaktion, falls ihr euch das nicht sagt, die spielen Indie-Games vom Xbox Live Marketplace, Xbox Live Arcade-Titel. Genau. Für 1 Euro, also 80 Microsoft Points. Nicht unbedingt für 1 Euro. Nicht unbedingt? Nicht unbedingt, aber für günstig. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht irgendwas Bekanntes wie Minecraft, das ist ja auch für die Xbox. Ach, ja, genau. Oder Terraria. Oder Fest. Oh, Terraria ist natürlich auch was. Ja. Ja, ich glaube, wir werden sowieso nicht alle Titel nennen. Was ich jetzt so im Kopf habe. Nein. Im Grunde, schreibt einfach in die Kommentare rein, was eure Lieblings-Indie-Spiele sind. Und dann diskutieren wir in den Kommentaren. Vielleicht gibt es auch... Wir beide und ihr. Ich werde auch hier schön in den Kommentaren aktiv sein. Wenn ihr Fragen entweder habt. Das, oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch Videoantworten posten. Alles werde ich nochmal am Ende des Videos nennen. Falls, ja, nicht jetzt irgendwie mitten im Video. Ne? Jupp. Aber zurück zu den schlechten Titeln. Es hat angefangen doch letztes Jahr schon mit Indie-Tonne. Mit Indie-Tonne, als sie angefangen haben mit Rocket Beans? Genau. Im Grunde ist es meine Lieblingsrubrik bei den... Es ist immer sehr lustig. Angefangen hat es ja noch, dass die immer einen Titel wirklich komplett oder ziemlich komplett gespielt haben. Genau. Was war das erste? Das war irgendwie das so erste war ein japanischer... Eine Graphic Novel. Oder wie dann die heißt? Graphic Novel oder halt so Romantic Dings. Ja, Dating Spiel. Don't Die Dateless Dummy. Genau, Don't Die Dateless Dummy. Das ist stimmt, ich kenne sogar den Titel noch. Oh mein Gott, ey. Es war gar nicht so schlecht. Ich muss dafür auch jetzt noch eine Lanze brechen. Es war nicht so schlecht. Es war verdammt lustig. Ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder sonst was, aber es war wahrscheinlich beabsichtigt so lustig, denn solche Dialoge schreibt man nicht einfach so ernsthaft. Eigentlich ist ja
die gesamten Spiele, die sie gezockt haben bis jetzt. Nee, nicht die gesamten Spiele, jetzt hier in einem Triple-Action-Video, da haben die schon gute Spiele gehabt, oder in zwei. Es gibt natürlich auch, die nehmen ja sich random irgendwelche nach Titel und den Screenshots, die da sind, welche raus. Genau, mittlerweile. Mhm. Einfach. Da muss ich mich aber an einen wirklich miserablen Shooter erinnern, den die da hatten. Wo wirklich matschige Texturen waren. Oh ja, dieser Alien-Shooter. Mit den Strippers, Zombie-Strippers oder sowas. Oder das. Nee, der Alien-Shooter war wieder cool. Der war trashig cool. Der war trashig. Ach, dieser Zombie, oh ja. Oh. Mhm. Vom Zusehen ja schon, dass auf einmal diese Zombie-Stripperinnen gespawnt sind. Ja. Aus dem Nichts. Also solche Titel gibt's natürlich auch. Und die gibt's leider auch zuhauf. Das ist es. Und dann... Ja, dann die Perlen, diese Terrarias oder Festes oder Binding of Isaac, die muss man natürlich irgendwie finden. Da gibt es dann aber natürlich uns beide, euch natürlich, im Grunde alle Spieler. Alle Spieler, alle, vor allem auch alle Let's Player, die ja auch meistens... Stimmt, die Let's Player bringen ja im Grunde Support für Titel, für, insbesondere für die kleinen Titel. Genau, da muss ich auch nochmal... Wir kommen irgendwie wieder auf den guten Kroll zu sprechen. Weil der auch... Der jetzt in letzter Zeit auch andauernd so kleine, feine Initiative rauskommt. Ja. Egal, was die Leute sagen, Gronkh ist... Er ist ein, ich glaube, ein cooler Typ einfach. Mhm. So. Ich würde ihn gerne mal treffen. Genau. Wirklich, extrem gerne. Gronkh, komm in meine Sendung. Gronkh, lass uns irgendwann mal... Einen Kaffee trinken. Einen Kaffee trinken. Eine Mate. Eine Mate, genau. Nee. Weil die hier in Berlin sind ja so günstig. Oh. Naja, die schlechten Titel sind aber wirklich noch ein Haufen, weil sich jeder Vollidiot, der irgendwie programmieren kann, kann dann Hello World in C oder C++ mehr oder weniger programmieren kann, ja. Sagen wir mal. Der denkt dann, ha, dann mache ich ein Spiel. Schnelles Geld. Das ist dann auch wieder das... Diese Goldgeber-Stimmung ist immer noch da. Dass eben viele denken, dass... Komm, ich hole ein gutes Spiel raus. Und dann ist es doch schlecht, weil die so viele Ideen hatten, die aber nicht richtig umsetzen konnten. Das ist es. Das, was auch teilweise sehr schade ist. Weil man bei manchen Sachen schon erkennt, da ist eine Idee hinter. Es ist eine Idee hinter. Oder Indie-Games sind ja auch sehr bekannt für ihr richtig gutes Storytelling. Teilweise. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an Bastion. Das einen Erzähler hat. Ein Erzähler, der das ganze Spielgeschehen erzählt. Charaktere, die teilweise im Spiel selbst singen, als Hintergrundmusik. Das ist auch alles wirklich genial. Und Musik ist auch ein ganz großes Thema bei Indie-Games. Das stimmt. Das Gute bei den Indie-Games ist ja, dass da kein Publisher hintersteht, der sagt, ihr müsst jetzt irgendwie das und das einbauen, wir wollen Geld verdienen, wir müssen Geld verdienen, weil wir euch so und so viele Millionen gegeben haben für die Entwicklung. Genau. Und das Gute an Indie-Games ist auch... Es tun sich halt nicht nur die Entwickler als Independent-Entwickler zusammen. Es gibt auch Independent-Designer. Es gibt Independent-Musiker, die da sich hingehen und sagen, hier, komm, lass uns mal zusammen was machen. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich mache ja ab und zu bei Game Jams in Berlin mit. Mhm. Was man da auch für Leute trifft, die sind talentiert, arbeiten aber nicht unbedingt bei den großen Firmen hier in Berlin. Zum Beispiel Jager oder Wuga. Sondern bei irgendwelchen kleinen Studios, die halt so Flash-Games oder halt okay programmieren und vielleicht auch den manchen so ein oder anderen Crap. Crap muss auch sein. Genau, ja. Aber wenn man halt mit denen zusammenarbeitet, sagt irgendwie, das Thema haben wir, die und die Ideen haben wir, was die dann auch letztendlich vollbringen können. Ja. Das ist auch der Hammer. Das ist überhaupt der Hammer, was die Indie-Entwickler so auf die Beine stellen können. Genau. Was aber jetzt mittlerweile auch zum Teil den Konsolenentwicklern, also Nintendo, Sony und Microsoft, zu verdanken ist. Mittlerweile ja. Vor allem jetzt mit den neuen Konsolen schlägern die den Indie-Support doch, obwohl es am Anfang nicht den Anschein gemacht hat, sehr stark. Warten wir noch. Ich will vorher, bevor wir darüber sprechen, mhm, über den Support der großen Hersteller, ja, noch kurz ein, ja... Einmal in die Vergangenheit ausschweifen. Du hast ja schon ganz am Anfang berechnet, dass der Geist
früherer Tage eben, so ein Retro-Charme in vielen Spielen ist. Also so aus den 80er, 90er Jahren, wo halt Spiele noch Spiele waren. Ich glaube auch, jetzt wo wir schon der Zeit sind, dass diese ganze Indie-Szene, Indie-Developer-Szene auch gewisse geistige Ideen aus der früheren Demo- und Hacker-Szene hat. Ja, viele kommen doch auch aus der Szene. Ja. Haben zumindest so angefangen, halt ein paar Sachen zu hacken, ein paar Sachen anders zu verwenden. Also, keine Ahnung, Spieler-Engines für Machinimas beispielsweise verwendet. Genau. Ansonsten ist ja auch höchstwahrscheinlich dieser Wunsch da nicht unbedingt immer diesen AAA. Wenn ich jetzt scheiße sage, das ist nicht, das ist nicht richtig, aber ist nicht scheiße, dieser AAA-Spieler immer zu spielen. Wohl immer das Gleiche. Wenn man jetzt oftmals sieht, das Gleiche. Wenn man mittlerweile sieht, was auf dem Markt ist, ist Militär-Shooter Teil 3737. Es gleicht sich ein Spiel dem anderen. Dieses Jahr fängt es ja wieder an im Winter. Es gibt wieder ein Call of Duty, wieder ein Battlefield, ein Assassin's Creed, wieder ein Batman-Spiel, ein GTA. Es hört sich jetzt so an, als würde ich... Das sind alles gute Spiele. Es ist einfach nur, was ich jetzt sagen will. Das sind gute Spiele, natürlich. Klar, aber... Okay, GTA sollte ich vielleicht rausnehmen, aber... Assassin's Creed hatten wir schon. Hatten wir schon fünfmal. Wir hatten Call of Duty schon. Hatten wir schon. Jedes Jahr das achten Mal? Ich weiß nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Battlefield, jetzt... Vierte Mal als Hauptreihe und Bad Company, obwohl das auch noch ein bisschen hast. Aber trotzdem, was sonst noch für Spiele draußen sind, Gears of War ist draußen und dann noch Halo und. Das sind vielleicht alles nicht schlechte Spiele, klar, aber. Der Großteil davon ist gut. Es sind gute Spiele. Das sind natürlich auch alles sehr engagierte Entwickler. Aber da ist irgendwann doch so weit, dass dann der Markt übersättigt ist. Da weil jedes Spiel im Grunde das gleiche Setting hat, es gibt, was dann wieder anfängt, Amerika kämpft gegen, keine Ahnung, islamistische Terroristen, gegen die Russen, gegen Nordkorea, gegen wen auch immer. Gegen Nazis. Wobei das inzwischen auch nicht mehr so stark ist mit den World War II Sachen. Das war früher schon. World War II ist abgehakt, aber halt so Zukunftsszenarien oder Gegenwartsszenarien. Letztendlich gleichen sich viele Spiele momentan wie ein Ei dem anderen. Ja. Das musste jetzt auch gesagt sein. Und ich glaube, ich kriege jetzt, wenn ich das sage, von vielen Fanboys einen Schlag in die, ich sage jetzt mal, Fresse. Call of Duty und Battlefield unterscheiden sich auch nicht sehr stark. Nein, die unterscheiden sich nicht so. Natürlich, das Gameplay ist natürlich anders. Größere Maps bei Battlefield, dafür halt mehr Action, keine Ahnung, bei Call of Duty. Und jeder hat natürlich seine Fans, nur sind halt beide Shooter und in einem ähnlichen Setting. Genau. Das hat man ja vor allem vor 2 Jahren, als Battlefield 3 rausgekommen ist, der zeitgleich mit Modern Warfare 3. Das stimmt. Die haben sie ja echt ziemlich geglichen. Mhm. Und da war das ja, glaube ich, noch stärker als inzwischen mit Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts. Aber deshalb ist ja... Weil es alles in die Richtung geht. Es verkauft sich, das ist es. Deshalb es verkauft sich, deshalb aber geben die Publisher das Geld dafür aus, auch für die Entwicklung. Aber dann gibt es halt doch die Spieler, die sagen, nein, das mache ich nicht mehr mit. Mhm. Ich will nicht noch wieder ein Jahr später wieder einen neuen Teil von irgendwas, was ich schon hatte. So sieht's aus. Und dann kommen die Indie-Entwickler und sagen, komm, wir haben was Neues. Oder wir haben halt diesen Charme aus der Anfangszeit der Computer. Wir erinnern dich daran, wie es damals war. Genau. Nur halt mit besserer Technik oder halt mit besseren Fähigkeiten. Mhm.